So, wir sind zurück bei Star Wars Outlaws und machen weiter an der Stelle. Wir brechen auf zum Fort Sonnenfeuer, denn wir müssen uns für Jabba was erledigen. Dass der uns endlich in Ruhe lässt und vor allen Dingen auch wieder vom Planet weglässt. Ja, ich bin schon da. Das können wir noch natürlich übernehmen. Was ist hier los? Revolution? Oh, das ist eine Siedlerin. So, sprich mit den Zivilisten. Und was nun? Hallo, ich bin Kay. Ich habe euren Hilferuf gehört. Und ich bin froh darüber. Ich hoffe, du hast nur Puste, Kay. Denn es kommen noch mehr. Aha, und wie lange geht der Spaß hier immer, bis die dann mal soweit sind? Spezialladung. Aufs Mal. Dann wäre ein Blaster gar nicht verkehrt. Dann probieren wir es damit. Ja, wie viel kommen denn hier noch, sag mal? Mit den Zivilisten sprechen. War es das jetzt, die Angriffswelle, oder was? Wir bezahlen die Hutten, damit sie uns schützen. Ich frage mich, wo die gerade sind. Die Hutten helfen nur, wenn es Jabba nützt. Hier, wir haben nicht viel, aber nimm das als Dank. Ja, also. Hat sich doch gelohnt, 500 Credits. Dann weiter. Unseren Gleiter müssen wir auch mal unbedingt wieder weiter verbessern. Bin ich ja jetzt mal gespannt, was da auf uns zukommt. In Fort Sonnenfeuer. Kann ja nichts Gescheites werden. Ja, können wir hier abkürzen. Imperium-Territorium, natürlich. Wir könnten zum Beispiel ein neues Geschütz gebrauchen.
Da kommt man derzeit gar nicht so leicht ran. Vielleicht hast du auf dem Markt von Mos Eisley Glück. Okay. Wo ist denn jetzt hier die Geschichte, wo wir hin sollen? Ach geil, das ist wieder so ein Infiltrierungsding. Eww. 1, 2, 3, 4, 5 Schätze. Und ich vermute fast, durch den Haupteingang kommen wir nicht rein. Also muss es irgendwo einen Seiteneingang geben. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. Da geht's zum Beispiel schon mal hoch. Reagiert's nicht so wirklich. Warum kletterst du jetzt da nicht hoch? Schätze wären schon geil, wenn wir die rausholen könnten. Also das ist ja sie. Da bist du ja. Tja, nun, mit dir zu arbeiten ist immerhin ein wenig besser, als mein ganzes Leben lang vor diesem Egel zu fliehen. Geh rein, finde Infos zum Maulwurf und hau wieder ab. Ich suche einen Ausgang. Mehr nicht? Irgendwie mache ich hier die meiste Arbeit, Vale. Ich kann Jabba sagen, du hast es nicht geschafft. Und mein Kopfgeld verlieren? Unfälle passieren. Ja, schon gut. Na gut, ziehen wir es durch. Ja. Stiehl die Daten. Klingt einfach. Wird's wahrscheinlich nicht werden. Frage, kommen wir da oben lang? Hier kommen wir runter. Vielleicht sollten wir erstmal abchecken. Wo stehen denn die Leute? Imperiale. Hier ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Hier steht einer. Die Steuerung mit dem bin ich nicht so ein bisschen grobmotorisch veranlagt, der Kalle. So. Frage, kann ich jetzt schon? Ja, es ist nur zu weit weg, ne? Hier, um nichts zu sagen, dass er die Alarmanlage ausschalten soll. Da stehen sie alle rum. So, pass auf. Nix. Die kriegen wir alle noch so geholt hier.
Doch nichts. Kannst du das jetzt hier nach vorne? Ne, kannst du nicht. So far, so gut. Zu dem Terminal. Eigentlich ist es ganz simpel, wenn wir es schaffen, den Alarm vorher auszuschalten, dann ist es alles eigentlich gar kein Ding, ne? Mal der Sache nach, finde ich auch. Und die Tür jetzt hier zu, die war doch eben offen. Ja, da mit den Händen wild rumgestikuliert, es ist keiner mehr da. Mit wem redest du denn? Musste wohl schon selber gehen. Kleine Warnung. In einer Stunde gibt es eine Übung. Meine Einheit muss zu einem Dorf. Wenn du so rumgehst, gehe ich so rum. Okay. Was ist das? War knapp. Hallo. Die Frage ist halt, wir müssen da auf jeden Fall irgendwie rein. Oh, hallo. Am besten dafür sind Schächte. Also, ne, da kommen wir von draußen rein. Nein, das ist nichts.
Oh yeah. Oh yeah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. War gut. Genau, machen wir den Tisch bereit für die Sabbatrunde. Wir gehen mal da hoch. So, erstmal die Alarmanlagen hier draußen komplett ausschalten. Sie abzulenken, Nix. Weiß jemand, was das ist? Mal einen, der nur mit einer Blasterpistole bewaffnet einen Schmugglerring hochkommt. Okay, dann auf zu diesem Kontrollraum. Alter, da stehen sie. Okay, reingeschafft haben wir es schon mal. Rechts ist ein Fahrzeughanger. Ich komme dahin. Wenn irgendwas schief läuft, können wir uns schnell verziehen. Da wird nichts schief laufen. Entschuldige, dass ich dir nicht traue. So gar nicht. Sucht noch einmal die Umgebung ab. Ende. Schalten wir den Alarm. Jetzt glaube ich, dass wir alle die Alarmanlage, die ganzen Alarmanlagen einfach ausschalten. Wenn es dann anfängt zu knallen, dann ist gar nicht so wild, glaube ich. Dann kann ich hier noch irgendwas machen. Oh, eine Zugangskarte. Was siehst du? Der Kontrollraum ist ganz oben. Wir müssen einfach immer weiter hoch. Okay. Hier sind Kameras. Was war das? Das ist das reinste Labyrinth hier. Das sollten wir uns. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Jawohl, ich werde die Augen offen halten. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Schafft mir das Ding vom Hals. Such dir Deckung, Nix. Nein. Hier drüben. Kein Alarm. Ach, fuck. Moment, Leute, ich hab ne dicke Wumme. Warum ich? Achtung! Die Flüchtige ist extrem gefährlich. Rücken Sie vorsichtig vor. Wir schicken Verstärkung. Halten Sie durch.
30-Jährige zu viel Aufmerksamkeit. Das ist korrekt. Deswegen bin ich auch gerade auf dem Weg hier. Wo ist denn diese dämliche Alarmanlage? Ernsthaft. Ja, aber wo ist denn die Alarmanlage? Vor allen Dingen wissen, wo diese verdammte. Und diese Alarmanlage, die hat er doch hier unten irgendwo eingeschaltet. Suchte Hacke. Will ich mich lieber nicht anlegen. Nee, besser ist. Hier. Die können wir schon mal sabotieren. Der andere Typ jetzt hin. Bin da. Okay. Concentration, Leute, Concentration. Wenigstens kriegen wir dann die Quest voll hier. Richtig. Verstanden. Wir finden sie. So, okay, wenigstens kriegen wir hier die Quest-Dings voll. Für den neuen. Warum stehen die beiden denn so nah aneinander da? Was ist denn da los? Alles klar. Wir lassen die. Wir sind hier halt aber auch komplett falsch. Eigentlich müssen wir hier gar nicht hin. Ups.
mal davon aus, wir müssen hier weiter. Nee, da kamen wir ja her. Keine Sorge, die haben wir in 0, nichts umstellt. Die Flüchtige wurde im Pistin gesehen. Zum Sektor vorrücken und verhaften. Ja, also hier ging es schon mal nicht weiter. Hier ist noch eine Tür, hier kommen wir auch nicht weiter. Das haben wir manipuliert. Wir müssen weiter nach oben. Aber hier geht's ja gar nicht weiter oben. Ich glaube, wir müssen raus. Uns wurde eine Kriminelle in ihrem Sektor gemeldet. Sie muss neutralisiert werden. Schade, dass man so Dinger hier, diese Zweiläufe, dass man die nicht benutzen kann, das wäre mega geil. Ja, vielleicht kann man es ja später noch. Man weiß es nicht. So, geht's jetzt hier irgendwo weiter? Das ist auch kein Schacht hier, ne? Nee. Dann klick auf die Karte. Ja, nur, dass es hier 4 Schätze gibt. Vor allem könnte das Ding jetzt hier schön nehmen und könnte dann hier so quer durch die Bars. Das würde auch Fun machen. Oh, steht ja schon wieder da. Zwergnase. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Wir schnappen uns die Gesuchte. Seid es nicht du? Alles klar, sie wird neutralisiert. Und kaputt. Au! Ach, die Dinger schießen ja. Was ist denn hier drin eigentlich? Nicht schlecht, was nix? So kurz. Wer schießt denn da jetzt auf uns? Hä? Ich sehe es gerade nicht. Ist bestimmt noch irgendwie so ein dämliches Ding. Yeah.
Ah. Dieser Scheißalarm. So ein Pech. Ich gehe davon aus, wir müssen hier durch. Kann das sein? Los überbrücken. Die lassen einfach nicht nach. Kommt ihr denn da jetzt alle her, sag mal? Wo denn? Hallo. Frage, kommen wir da durch oder müssen wir durch den Schacht? Nee, wir kommen auch da durch. Bist du drin? Ich bin drin, aber noch nicht. Drin. Beschämt, dass ich das verstanden habe. Ich bin am Hangar, wenn du fertig bist. Ach, geschafft, nix. Die mit ihren dämlichen Kameras, Alter. Oh, fuck. Nix, einmal Falle stellen, bitte. Das Terminal. Das hast du fein gemacht. Warum? Wo? Kein Verstecken mehr. Hallo. Na, Herr Sturmtruppler. Ich meine, leise ist anders, gell? Aber. Ich tauch ab. Was? Wieso? Mach du dein Ding, ich mach meins. Na gut. Natürlich, sie taucht ab. Sorry, Droide, aber. Okay, hier scheint nichts zu sein. Kommt man bestimmt aber auch von draußen rein. Gott, was ist denn das für ein. Wer? Wo? Da. Nee, machst du nicht. Was soll das? Zentrale, ich bin hier allein. Hallo? Hallo? Ey, bist du nach oben geklettert, du Angsthase? So, darf ich jetzt mal diesen Behälter aufmachen, bitte?
jetzt haben wir's. Hört. Vielleicht kannst du mir mal sein. Zum Zielbereich vorrücken und Zielperson festsetzen. La, 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 la. Einmal hacken, bitte. So, was wählen wir denn aus? Wir nehmen das, das, das und das. Okay, eins war schon mal richtig. Dann machen wir das dahin, das dahin und nehmen noch das dazu. Perfekt. Kamera deaktivieren, Sicherheitstür öffnen. Ich will nicht auf Computer zugreifen. Lass es. Ich wollte eigentlich mein Gewehr aufheben. Ah, das hast du noch in der Hand. Okay. Alter, die Credits, wir sind echt reich langsam. Oh. Hallo. Es merkt auch keiner einfach, ne? Wenn hier eine Tür aufgeht. Hier mal zu. Sicher ist sicher. Einmal sabotieren. Mehr gibt's hier nicht, also ran an den Computer. Der hier gar nicht ist. Dachte hier wäre something von Interest. Da sind wir doch reingekommen, ne? Ja, hier sind wir reingekommen. Dann gehe ich mal davon aus, wir müssen auf den Computer zugreifen. Na schön, holen wir uns die Daten über Jabbas Spion. Und gefunden. Namen, Einsätze. Das sollte Jabba glücklich machen. Also, da haben wir es doch schon. Bale? Wenn Sarek Besh für das Imperium arbeitet, dann will ich es... Wir haben erfahren, dass sich eine gefährliche Flüchtige in ihrer Nähe befindet. Neutralisieren Sie sie. Was willst du hier? Ich habe einen persönlichen Auftrag von Sliro. Das ist ja lustig. Ich auch. Läuft. Hey, was war da los? Ich wollte dich gerade dasselbe fragen. Du musst den Alarm ausgelöst haben. Komm zum Treffpunkt. Sofort. Ha. Gut lügen kann sie. Na gut, dann müssen wir uns den Weg wohl freischießen. Oh yeah, freischießen ist genau mein Ding. Hol den Turbolift. Kann ich noch weniger wie schleichen. ND, Bell führt irgendwas im Schilde. Reicht dich das? Nein, er nicht. Ich schlage vor, du hältst den Blaster bereit. Hab ich schon. Den Blaster. Hey, du. Sicher den Bereich. Och nee. Och nee. Jetzt hör auf damit. Die lassen nicht locker. Oh, das war aber ein guter Bums. Er schießt sie.
Das war's. Aha. Und jetzt habe ich eine Rotationskanone. Was ihr könnt, kann ich nämlich auch. Klasse, wenn der jetzt mal sein Schild runterlassen würde hier. Come on, baby, light my fire. I don't know, entkomme mit Vale. Ja, dann bin ich wohl in der falschen Richtung unterwegs. Das ist nicht gut. Nein. Uff, aber vorher fliege ich hier eine volle Lotte an dem... Beschissen. Du hast Vale verloren. Verdammt. Mal eben kann sagen, wo ist denn mein bescheidener Gleiter? Okay, Vale. Das sind zwei übrigens. Nein. Wo ist denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo Vale schon wieder ist. Herr Gleiter! Oh, das schaffen wir! Das schaffen wir!
Welcher Tunnel denn? Verdammte Hacke. Ich finde den Tunnel... Ja, ich habe Vale verloren, weil ich die da immer verliere. Verdammt, Mann. Ich sehe nicht, wo die abbiegt. Das ist dann auf einmal so unübersichtlich, wenn die ganzen anderen Typen da noch rumspacken. Okay, auf ein neues. Alle gute Dinge sind drei. Ja, hallo. Werde ich es heute noch erleben? Ja, mach ich. Komm, zieh zu, mach Figur. So, Moment, ich muss hier gerade mal aufräumen. Das war schon mal gut. Gerade nicht. Tut mir leid. Ich muss nämlich hier gucken, wo ich lang fahre. Und ich habe nicht genug Adrenalin. Natürlich schaffen wir das. Wenn du mal endlich Gas geben würdest da vorne. So, Moment. Zack. So. Also, aller guten Dinge sind drei. Oh, geschafft. Die werden wir los. Vielleicht. Das war zu einfach. Das war überhaupt nicht einfach. Fortuna meinte, wir sollen Jabbas Leute in Mos Algo treffen. Seien wir vorsichtig. Also, sagst du mir, was da wirklich passiert ist? Mit deinem kleinen Freund? Ich weiß nicht, wovon du redest. Von deinem Boss, der Geschäfte mit dem Imperium macht. Hör auf. Ha. Er traut dir wohl nicht so sehr, wie du glaubst. Das reicht. Ja, Vale ist nicht so ganz durchschauen. Das ist ganz dubios bei ihr. Eigentlich ist sie ja hinter unserem Kopf her. Mal gucken, was das noch für eine Wendung nimmt. Sind wir da? Sieht verlassen aus. Deswegen treffen wir uns wohl hier. Die Übergabe ist auf dem Hügel. Halt die Augen offen. Ich gebe dir Deckung. Aha. Weißt du, Jabba hatte recht. Wenn wir uns nicht gerade umbringen wollen, sind wir ein ziemlich gutes Team. Klappe, Wes. Ja. Hilft halt noch gerade nicht, dass es dunkel ist. Da. Das müsste es sein. Ja, sieht so aus. Achtung, was da jetzt wohl passiert. Keine Antwort. Da stimmt was nicht. Kavis. Hey, ja, wir sind da. Wo sind deine Leute? Chuba Kocho, Jindaga Hochabata, Uba Pumba Traka. Amateure? Wir haben sie doch abgehängt. Das stimmt, wir sind allein. Bib! Hallo? ND5? Was bist du? Dank Farek. Irgendwas stört den Funk. Sowas wie das da? Och nee. War so nicht geplant, Nix. Erledige den Case. Das war gut. Wir schaffen das. Konzentrier dich. So leicht nehmen die nicht auf. Ich schlage auf ihn.
Und keine Granaten mehr. Yay! Der ist schon wieder hier. Bleibt in Deckung! Warum? Angst, dass ich draufgehe? Irgendwie schon! Wow! Raus. Hey, wir schaffen das. Ja, okay. Was macht sie denn da? Völlig aussichtslos. Schön, dass ihr zwei so gut versteht. Grandio jaba kappa his opolat. Bata his numnobata tinka uba pipo his titaki. Und stattdessen schickt er dich. Ganz wie ich gehofft hatte. Der Spion, den ich eingeschleust habe, ist tot, nehme ich an. Sutwama stupata tinka da dopa miki vopa bola. No bata tisa. Unbemerkt? Ich dachte, er wird viel früher erwischt. Und jetzt erkenne ich die Schwachstellen in eurer Organisation. Chuba bola tis kanki tabatu? Nein. Um dir ein Angebot zu machen, Fortuna, arbeite mit mir. Und eines Tages könnte dieser Palast dir gehören. Du haku jijama, di duba naga tuta genulia tis grani pagua. Sag mir, was du über Kay Vess weißt. Böse Menschen planen böse Dinge. Hey, danke, Kumpel. Ja, gut. Du hast Glück. Solche Freunde sind selten. Also, wie sieht's aus? Ich bin gerade nicht in Stimmung. Lauf schon mal. Ich komme wieder, Kay. Bestimmt! Keinen. Okay. Wir haben gerade eine Nachricht von Bib Fortuna erhalten. Er hat einen Auftrag für uns. Und ich wüsste, wie du deine Fertigkeiten verbessern könntest. Crimson Dawn hat einen Auftrag für dich. Ihr Kontakt will dich im Sabak-Spielsaal von Bestien treffen. Danke, das höre ich mir an. Jo, ich würde auch sagen, das hören wir uns an. Sabak spielen glaube, ist sowieso. Die Knochen schließen mich wieder in ihr Herz. Solange sie mit dir arbeiten, ist egal, was sie fühlen. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir erstmal so ein bisschen Sabak, oder? Hätte ich mal wieder Bock drauf. So, als nächstes geht's dann weiter mit dem Druidenschmied. Da müssen wir auf die nächste. Aufs nächsten Planeten. Triff dich mit E-Sock. Ein Mitglied von Crimson Dawn hat um ein Treffen in Sabak-Spielzahl von Bestien gebeten.
Aber das ist doch schon mal ein Anfang. Dann wissen wir wenigstens mal, wo wir hin müssen. Wo ist denn der Sabak-Spielsaal? Haben wir den noch nicht entdeckt? Geschützkauf. Oh, ich glaube, hier müssen wir hin. Und wir sollten hier vielleicht mal zum korrupten imperialen Offizier, dass unsere Suchding weggeht von den Imperialen. Wir werden immer noch gesucht. In diesem Sinne, ich darf mich bedanken fürs Einschalten. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, können wir unseren Blaster in irgendeiner Form verbessern? Nee, können wir nicht, aber ich glaube, unser Schiff können wir verbessern. Von daher, nächste Folge gibt es viel zu tun. Ich darf mich bedanken fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.